Hallo zum ersten Video über die Infinity Gym 300. Heute zeige ich euch die ersten Grundfunktionen: Show anlegen, Fixtures patchen, adressieren, Name ändern und eine kurze Übersicht über die Konsole im Hauptbildschirm. Als erstes legen wir eine neue Show an. Nach den Hochfahren erscheint dieser Bildschirm. Dann einfach kurz New Show, dann die Show nenne ich jetzt einfach mal Test 2, weil es die Test 1 schon gibt. So, dann kommen wir auf den ersten Standardbildschirm. Dann gehen wir kurz auf Setup, Patch, Added Fixtures und dort legen wir uns einfach mal 10 Dimmerkanäle an. Als erstes, wenn man Patch öffnet, die Fixture Library öffnet, stehen immer Generic, da wo die Dimmer drinnen sind. Einfach mal Dimmer, 8 Bit. 10 Stück. Next. So, jetzt sind wir im Patch-Menü. Jetzt könnte ich hier das Universum auswählen. No Patch, manueller Patch oder Auto Patch. Ich lasse es jetzt auf Auto Patch stehen. Dann nimmt er die nächsten freien Nummern. So, er hat 10 Stück gepatcht. Jetzt könnte ich weitere patchen. Dann patche ich einfach mal weitere Fixtures. Als nächstes würde ich mir einfach ein paar Sharpies patchen. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze hier rauszusuchen, als erstes den Hersteller. Das wäre dann natürlich in dem Fall Clay Porky. Clay Porky. Und dann den Sharpie. So, wo ist er denn? Hier, der Sharpie. Hier werden dann die verschiedenen Modis, Standard Mode, etc. Vector Mode. So, jetzt habe ich natürlich das hier versehentlich verdreht. Dann patchen wir die einfach im Standard-Mode. Hier sieht man aus 16 Kanäle. Kategorie Moving Head. Wer der Autor ist, ist ja eher uninteressant. Okay, da würde ich auch einfach mal 4 Stück anlegen. Hier sehe ich dann die Nummer, die Fixture-ID, wo das Pult intern verarbeitet. Wer jetzt die 101 bis 104, das Pult macht immer 100er Sprünge, würde ich nochmal Geräte anlegen, wäre das dann 201 hochwärts. Und bei den nächsten wäre es dann 301 hochwärts. Das lässt sich aber im Nachhinein problemlos ändern. So, ich lasse jetzt hier auch wieder Auto-Patch. Und das war's jetzt erstmal. Jetzt sehe ich hier meine angelegten Geräte. Jetzt habe ich hier 10 Dimmerkanäle plus die 4 Sharpies. Man kann natürlich hier die User-IDs einfach selektieren, dann auf Use Number, Set Numbers 1 und dann sehe ich jetzt, jetzt legt er hier 1 bis 14 an und derzeit ist es 1 bis 104. Dann habe ich jetzt hier eine schöne Reihenfolge. Ich kann sie natürlich auch einzeln ändern, wenn ich möchte. Dann könnte ich hier einfach eine Nummer eingeben, was jetzt aber nicht nötig ist. Ich kann auch den Namen der Geräte ändern über SetName und sagen, das ist jetzt zum Beispiel ein ACL-Satz, um mich nachher einfach leichter zu tun, um Geräte wieder zu finden. Des Weiteren kann ich natürlich hier immer noch den DMX-Patch ändern. Dazu markiere ich hier ein Gerät, gehe hier oben auf Change Patch und kann jetzt sagen, du sollst ins zweite Universum ab 1 Patch. Und jetzt sieht man hier zweites Universum, Adresse 1. Es gibt auch die Option, die Möglichkeit Change Options zu drücken. Da kann ich sagen, kann ich Pan-Tilt invertieren und auch sagen, ob er auf den Master Fader reagieren soll oder nicht. So kann ich Geräte einfach unabhängig vom Master machen. So, das war jetzt mal so die Grundübersicht zum Thema Patchen und IDs ändern. Dann gehe ich mal zurück in den Hauptbildschirm, so ins Programming-Fenster. Der Hauptbildschirm hat 4 weitere Unterebenen. Da sieht man hier Programming, Playback, Quad-Split und Half-Split. Im Programming ist das normale Programmierfenster, wo ich die ganzen Geräte bearbeiten kann. Hier sieht man auch jetzt, dass ich hier schon einen auf ACL umgetauft habe, der heißt nicht mehr Dimmer. Hier kann ich für jedes von den 4 Fenster
kann ich hier umschalten zwischen Fixtures, Groups, Presets, QList, View, Executors und QLists. Nur im Programming-Fenster habe ich hier unten meinen Programmer, da wo ich die ganzen Werte sehe. Wenn ich jetzt hier den ACL-Satz auswähle, die Intensity auswähle und den Dimmer aufdrehe, sehe ich hier, dass der Dimmer auf 100% ist. Im Playback-Fenster habe ich einfach nur ein großes Fenster meiner Q-List. Des Weiteren habe ich hier die gleiche Ansicht wie im Programming. Hier kann ich mir einschalten, was ich gerade brauche. Quad-Split ist eher ein Live-Fenster, da wo ich einfach live drin arbeiten kann, wenn ich eine Live-Show fahre. Da kann ich mir jeden vor die Quads, kann ich mir einzeln das herschalten, was ich brauche. Und ein Half-Split ist das gleiche wie der Quad-Split, nur auf zwei Fenster. Wenn ich jetzt viele Executor-Buttons gerne habe, kann ich mir die hierher tun. Ja, das zum ersten Übersicht über die Konsole. Und jetzt werden Stück für Stück weitere Videos folgen.